Make Europe Great Again, das ist der Slogan des ungarischen Ratsvorsitzes der Europäischen Union, der Ihnen möglicherweise bekannt vorkommt. Laut dem Botschafter des Landes bei der EU handelt es sich dabei aber nicht um die europäische Version des Slogans von Donald Trump, sondern um einen Ausdruck der Notwendigkeit, die EU durch die Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit stärker zu machen. Im Juli übernimmt Ungarn die rotierende Ratspräsidentschaft. Der ungarische Botschafter erklärt Euronews, dass eine der Prioritäten die Erweiterung der westlichen Balkanländer sein wird. Gleichzeitig sind aber keine Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine geplant. We very much would like to continue the negotiation talks with the Western Balkan countries. This is a good opportunity now and a momentum in order to be able to speed up the enlargement process of the Western Balkan countries. They have been waiting for this long time, and I think we should try to encourage to speed up the process and organize IGCs with the countries of the region, open clusters, close chapters, as many as possible. Was die Ukraine-Politik der Präsidentschaft betrifft, so erklärte der Botschafter, dass man die Ereignisse aufmerksam verfolge. Und versprach, dass die Präsidentschaft, Zitat, alle relevanten Aspekte auf die Tagesordnung setzen wird, wenn dies notwendig ist. Es wird jedoch keine Priorität sein. Und was andere Themen angeht, wird die Ernährungssicherheit eine wichtige Rolle spielen. Obwohl Ungarn viele Elemente des Green Deal ablehnt, wie zum Beispiel das kürzlich verabschiedete Gesetz zur Wiederherstellung der Natur, hat der Ratsvorsitz die nachhaltige Landwirtschaft als eine Schlüsselpriorität bezeichnet.